Guten Morgen, ich hatte stolze 4,5 Stunden Schlaf und jetzt beginnt die Reise nach Kiel. Okay, das nennt man, glaube ich, Glück im Unglück. Mein Zug ist ausgefallen. Das heißt, ich hätte mit dem IC fahren müssen. Das bedeutet kein Internet, das bedeutet kein Vortrag. Ich muss ja noch alles vorbereiten. Und jetzt habe ich auch die Möglichkeit, noch umzubuchen und komme nur 6 Minuten später an. Habe das große Glück, jetzt WLAN zu haben und vernünftig arbeiten zu können. In your car. Mittlerweile sind wir in Kiel angekommen am Bahnhof. Ich wurde direkt tatsächlich, also Grüße an die zwei Zuschauer, die mich einfach mal am Bahnhof erwartet haben. Sowas hatte ich jetzt auch noch nicht. Jetzt fahren wir zur Location hin und dann wird aufgebaut. Meine Keynote ist ungefähr bei 20-30%. Da fehlt schon noch einiges, aber es wird mega geil. Wir sind inzwischen in der Location angekommen. Ich sitze jetzt gerade an dem Platz, wo ich wahrscheinlich die nächsten 3 Tage verbringen werde, an meinem Stream-PC. Und hier haben wir ein richtig, richtig geiles Setup. Ich bin sehr gespannt, wie das die nächsten Tage wird. Und allgemein so, der Raum ist halt einfach... Also ich glaube, das wird halt schon sehr, sehr geil. Schafft das der Autofokus überhaupt? Ich glaube, der Autofokus schafft das nicht. Hallo? Autofokus? So, mittlerweile ist es Abend geworden. Es ist inzwischen 23 Uhr, kurz vor 23 Uhr. Wir haben einfach bis gerade eben noch aufgebaut, die ganzen PCs eingerichtet, Minecraft überall installiert, Shader drauf gebastelt und so weiter. Das Streaming-Setup steht auch. Also es ist eigentlich, es ist schon ziemlich geil, was wir hier alles haben. Aber naja, der Tag ist vorbei, meine Keynote ist einfach immer noch nicht fertig. Das wird wohl das Nachtprogramm werden. Aber jetzt gehen wir erstmal noch eine Runde Abendessen und dann sehen wir im Hotel weiter. Es ist mittlerweile 2:15 Uhr morgens und es ist genauso geworden, wie ich gesagt habe, aber ich bin fertig. Was man jetzt hier sieht, ist einfach mal die gesamte Präsentation mit allen Vorstellungen von verschiedenen Facetten von Minecraft und was weiß ich was alles. Ich kann es nicht wirklich glauben, dass ich es geschafft habe. Eigentlich hat man ja in der Schule, dass man so einen großen halbstündigen Vortrag niemals ohne Proben halten sollte, weil sonst alles schief geht, dann geht halt morgen alles schief. Ich gehe jetzt schlafen. Gute Nacht. Guten Morgen, es ist 7.30 Uhr. Eigentlich muss ich jetzt schon unten sein, um zu frühstücken. Los geht's. So, wir sind inzwischen bei der Location angekommen. Ich möchte euch einfach mal kurz zeigen, wie hier die PCs aufgebaut sind. Also was wir hier haben, sind immer so einzelne Stationen, an denen jeweils ein ziemlich leistungsstarker PC mit guter Grafikkarte und allem drum und dran dort steht. Außerdem haben wir gestern an jedem einzelnen PC Minecraft eingerichtet, Shader draufgehauen, Optifine draufgehauen und das ganze Zeug halt so eingerichtet, dass es einfach spielfertig ist. Ja, das, was wir hier alles sehen, dann inklusive noch Streaming-Setup da hinten und noch Präsentationsort und so weiter, war letztlich der Inhalt des gestrigen Tages. Was jetzt nur noch fehlt, ist der PC hier noch ein weiterer und dann haben wir tatsächlich alle fertig eingerichtet und dann geht's auch schon los. Honey, give me a chance. You will see that I'm trying. Want you to know that I see you the same. Think I was too like we used to. I am changed. Wanna show you.
Pause, also 5 Minuten oder so. Das war ziemlich anstrengend heute Morgen, also wir hatten ziemliche technische Probleme. Es ist ziemlich cool, weil Mojang eigentlich viele Sicherheitsfunktionen hat, gerade wenn du von einer IP viele Accounts einloggen willst, macht uns natürlich ein bisschen den Laden kaputt. Wir haben inzwischen aber alles irgendwie halbwegs behoben, dann habe ich noch 2 Stunden gestreamt und jetzt habe ich irgendwie noch eine halbe Stunde, mich auf meine Keynote vorzubereiten. Entschuldigen Sie, wenn ich euch die restliche Zeit duze, aber es geht hier um Gaming. Wir fangen jetzt nicht an mit Sie. Das Symbol hier kennt ihr allzu gut, das ist Minecraft. Ein Spiel mit über 100 Millionen Spielern. Okay, mein Vortrag ist rum. Ich habe absolut keine Ahnung, ob der jetzt besonders gut war oder besonders schlecht. Hat auf jeden Fall schon ziemlich Bock gemacht. Also einfach mal, ich meine, man kennt das ja aus der Schule, man muss immer irgendwelche Vorträge über irgendwelche Themen halten, die man eigentlich nicht so spannend findet. Aber mal einen Vortrag über mein eigenes Leben zu halten oder quasi über Minecraft, über das, was ich den ganzen Tag mache, war schon was Besonderes. War auch das allererste Mal, dass ich wirklich so eine echte Keynote gehalten habe. Also ein zentraler Vortrag im Rahmen einer Veranstaltung. Das kam so noch gar nicht vor. Und es war was extrem Neues, aber was extrem Cooles auch. Ich hoffe, dass ich das noch öfters machen kann. Kleines Gate wird vom kleinen Heim-YouTuber mit 30 Abos zum Keynote-Speaker. Was ist das denn? Es ist mittlerweile wieder dunkel geworden. Inzwischen ist hier überhaupt nichts mehr los. Es war heute ein extrem krasser Tag. Also ich möchte das gar nicht in Worte fassen. Ich habe meine allererste richtige große Keynote gehalten. Der Laden war mega voll. Dementsprechend chaotisch sieht es jetzt hier auch gerade aus. Es wird Zeit, diesen Vlog zu beenden. Also ich hoffe, ihr habt echt was mitgenommen von diesem Event hier. Ich kann es immer noch nicht fassen, dass das echt ist. Das kam irgendwie... Es kam mir vor wie ein Traum. Ich sage erstmal Dankeschön fürs Zusehen, das war der heutige Vlog. Macht's gut, bis bald und ciao.